Ein sonniges Willkommen zu einem neuen kleinen Let's Play. Es ist mehr so ein, ja, ich werde es wahrscheinlich nur ein bisschen anspielen, einfach nur mit euch die ersten Schritte für dieses Spiel machen. Es ist ein nettes kleines Spiel, was mir schon vor einer ganzen Weile eigentlich mal ins Auge gefallen war. Das müsste so Ende 2015, Anfang 2016 gewesen sein. Damals war das eigentlich als Handy-App gedacht gewesen. Hatte den Kickstarter nicht so richtig hingekriegt und ist dann über Steam, Greenlight und sowas dann doch noch zum Laufen gekommen. Na gut, ich denke mal, wir gucken uns das einfach mal ganz kurz an. Also im Endeffekt, was ich darüber weiß, ist, dass man halt im Endeffekt ja Dungeons überfällt und dass man aber auch Dungeons selber bauen kann. Und ich habe hier schon mal reingeguckt. Hier kann man dann anscheinend Matches gegen andere Spieler machen, sich hier besonders beliebte Verliese angucken. Und ja, da freue ich mich schon tierisch drauf. Ich hoffe, man muss jetzt nicht kann nicht nur gegen Freunde spielen, sondern kann sich auch so welche raussuchen. Ja, keine Verliese in die Werkstatt runtergeladen. Okay, das müssen wir dann eventuell über den Steam Workshop machen. Das gucken wir uns später an. Kann aber auch sein, dass das erst möglich wird. Genau. Wir müssen erstmal die Kampagne wahrscheinlich spielen, dann bekommen wir auch wohl noch mehr Leute fürs Team und so. Ganz entspannt. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit der Kampagne an. Elian hatte es satt, den Einheitsbrei, das Hamsterrad, Work-Life-Balance, wie im finsteren Mittelalter. Es stand ihm bis hier. Eines Morgens wachte er auf und beschloss, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Er würde ein nobler Held werden, Verliese plündern und Gold scheffeln. Und so beginnt die Geschichte unweit von Elians Dorf, vor einem alten Gemäuer, in dessen Gewölben es Gerüchten zufolge spukt. Jetzt gibt es wohl kein Zurück mehr. Ach du Schande, so viel Ding. So nimm doch Vernunft an, Junge. Das Abenteurerleben ist nicht für dich. Als Reinigungskraft bist du auf dem steilen Weg nach oben. Deine Toiletten funkeln wie sonst bei keinem. Und das willst du alles wegwerfen? Genau, das ist meine Absicht. Ich will Highlife, Ruhm, Gold und Frauen! Verstehe, aber worauf wartest du dann? Gehst du nicht rein? Ich, verfeinere noch meine Strategie? Deine Strategie? Ha! Dir schlottern die Knie! Ein Angsthase bist du! Ab mit dir in die Arbeit! Die Spülküche vermisst dich schon! Wie bitte? Niemand, und zwar absolut niemand, nennt mich einen Angsthasen. Ich gehe da jetzt rein! Schade. Eigentlich ein netter Junge. Okay. Tipps und Tricks. Der Chip in der Mitte steht für dein Team, okay? Bewegung wählen Sie ein benachbartes Feld. Hier werde ich geduzt, hier gesiezt, okay? Kamera bewegen, ziehen und loslassen auf der Karte. Kriege ich hin. In einem Verlies verfügbare Fähigkeiten deiner Charaktere. Jo. Herausforderung des Verlieses. Herausforderung 1 von 3. Verlies verlassen. Wir geben auf. Wollen wir nicht. Zumindest erstmal nicht. Kamera zentrieren. Da unten. Okay, weiter. Ja, cool. Also wir können uns jetzt anscheinend hier bewegen. Wir gucken mal erstmal die Herausforderung. Alle Monster töten. Maximal 3 Kompetenzen. Ja, keine Ahnung. Und alle Ereignisse auslösen. Okay. Gucken wir mal. Wir gehen einen Schritt vor. Und eins zum Link. Noch nicht viel passiert. Und da haben wir was. Ein Monster. Skelettkrieger, wie spreche ich denn hier? Ein Mensch. In unseren staubwürdigen Hallen. Verkrümel dich, du machst ja ganz sauber mit deinem frisch gewaschenen. Was? So ein blöder Text. Und ich bemühe mich hier. Ein Skelett, wenn ich mich da irgendwie dran vorbeischleichen könnte. Dich vorbeischleichen an mir? Dich hört man 10 Meilen gegen den Wind. Ohne die nötigen Fähigkeiten kommst du um einen Kampf nicht herum. Du nimmst jetzt besser die Beine in die Hand. Ich soll abhauen, vergiss es. Sprich dein letztes Gebet, du unheiliges Dingsbums.
Gute Beleidigung. Der gefriert einem ja das Mark in den Knochen. Der Knirps stürzt sich allen Ernstens auf mich. Okay. Keine deiner Kompetenzen lässt sich auf diese Gruppe Monster anwenden. Ah, okay. Kompetenzen sind, nehme ich mal an, dann Fähigkeiten, die die Gruppe hat, zum Beispiel um sie zu umgehen. Okay, wir können nichts anwenden, nichts schwächen, nichts umgehen. Irgendwie sowas wird es wahrscheinlich sein, Kompetenzen. Wir dürfen die wahrscheinlich maximal dreimal verwenden, da er wahrscheinlich noch gar keine hat. Kriegen wir das easy hin. So. Und noch ein paar mehr Informationen. Hier oben haben wir die Kämpferinformationen, die hätten wir wahrscheinlich auch ohne das erkannt. Wir haben 12 Lebenspunkte, 5 Mana und ich tippe mal auf Stamina 8. Reihenfolge 1 und 4 dran, dann ist er dran. Kennt man so auch aus anderen Spielen. Kampfgeschichte und Aufgabe aufgeben und das ist die Kampfgeschichte. Das heißt, ich nehme an, man klappt dann aus und sieht, wie viel Schaden und sowas angerichtet wurde. Rechtsklick auf einen Kämpfer für mehr Details. Ah, Rechtsklick, okay. So, ich hätte jetzt wahrscheinlich sonst nämlich Linksklick benutzt. Der hat 10 Lebenspunkte, 1 Mana und 1 Stamina. Ich vermute aber, dass es Stamina ist. Es wird nichts erklärt, aber ich denke mal, da können wir davon ausgehen. Messerscharfe Attacke, Schaden macht 3, kostet nichts, schneidet den Gegner in Stücke. Naja, mit 3 Schaden. Immun gegen Blutung. Das ist jetzt ganz toll überraschend, dass das Skelett immun gegen Blutung ist. Üblicherweise kennt man eigentlich auch noch aus Dungeons und Dragons, dass die eine Resistenz gegen Eis haben. Das erinnert mich daran, wie mal ein Dungeons Dragons Master bei mir richtig fies. Ich habe eine 97 gewürfelt, um einen magischen Gegenstand zu finden. Er gibt mir einen magischen Gegenstand, eine total tolle Keule mit Eisschaden. Und als nächstes schickt er mir Skelette. Ja, das war ein Arsch. War übrigens der Heretic. Okay, wir haben 12 Lebenspunkte. Ich gehe mal davon auf 5 Mana. 8 Stamina. So, wir können mit Stich arbeiten. Ein einfacher Angriff, der den Gegner schwächt. Aha. Präzisionspfeil. Okay, Kosten. 1 Mana. Schaden 5. Schießt ein Pfeil auf einen beliebigen Gegner. Ich nehme an, das hat den Vorteil, dass wir auch die hinteren Reihen angreifen könnten. Giftklinge. Schaden 5. Kosten 1 Mana. 40% Erfolgschance auf Gift. Dauer 3 Runden. Rammt dem Gegner eine vergiftete Klinge zwischen die Rippen. Was bei dem Skelett eigentlich nicht so effektiv sein sollte. Aber naja. Wir nehmen mal, denke ich mal, einfach den nochmal Angriff. Moment, wie viele Lebenspunkte hatte das Vieh nochmal? 10. Also 2 normale Angriffe sollten den Kampf eigentlich auch beenden. So. Uns wurde gar nicht erklärt, wie wir angreifen. Aber hey. Das haben wir auch so herausgefunden. Hier unten kann ich dann noch einen Trank nehmen. Der ausgewählte Charakter nimmt den Trank. Verteidigen. Und Position wechseln. Das ist verständlich. So, dann sollten wir jetzt den Kampf gewonnen haben. Ach, wir haben nur 5 gemacht. Dann hatte der wahrscheinlich noch eine Verteidigung. Wow. Also, wir haben ein fettes Goldstück bekommen. Und ein eisernes Schwert. Sehr schön. Weiter. Tipps und Tricks. Du hast bei diesem Skelett ein Schwert gefunden. Klicke auf Elians Porträt, um das Inventar zu öffnen. So, dann haben wir hier... Ah, guck mal, hier haben wir die Tränke. Kleinen Lebenstrank, kleinen Mana-Trank und einen kleinen Ausdauertrank. Ausdauer-Stamina. Ah, ja, ja. Hier steht so da. Damit wissen wir jetzt auch, was ist. Das ist sehr schön. Und, Wir rennen mit der Scheuerbürste des Tellerwäschers rum. Ernsthaft? Wie geil ist das denn? Oh, herrlich. Okay, Rechtsklick und wir legen an. Super. Eine Scheuerbürste des Tellerwäschers. Wie geil. Awesome. Okay, dann machten unsere Sachen jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Schaden. Genau, einen Schaden mehr. Weil, genau, plus 1 Schaden und 5% Verteidigung, das hatten wir bei dem Ding halt nicht. Boah, die behalte ich, die verkaufe ich nicht. Ich finde das so geil. Hier haben wir noch einen Talentbaum. Wir haben natürlich noch keine Talente. Fähigkeiten haben wir die hier. Meisterschütze können wir anscheinend erst bei höherem Level dann, nehme ich mal, anbekommen. Super, dann gehen wir raus und suchen weiter den Dungeon ab, würde ich sagen. Aha, Ereignis. Untersuchen. Verbessertes Parieren.
Okay, das war jetzt ganz hart. Fetter Kampf. Ich meine, das ist nur zeitbegrenzt dann eine Verbesserung, die auf ihm liegt. Genau. 4 verbleibende Runden. Ich hoffe, Schritte zählen nicht als Runde. Das ist mal eine interessante Frage. Nein, Schritte zählen nicht als Runden. Das müssen dann tatsächlich Kampfrunden sein. Aufklärer bringt Licht ins Dunkel anliegender... Ah, okay. Das können wir ja probieren. Einfach mal einmal machen. Bringt Licht ins bringt Licht in anliegende Räume, die bis zu 2 Felder entfernt sind. Okay, benutzen wir mal. Aha, seht man? Sehr schön. Da konnte man jetzt hier so ein bisschen Aufklärung machen. Und damit haben wir nämlich einmal unsere Kompetenz schon eingesetzt. Aber ich glaube, mehr als 3-mal würden wir gar nicht schaffen, weil wir dann kein Stamina mehr hätten. Noch ein Skelett. Irgendwie sehen die alle gleich aus. En garde! Boah, nicht noch so ein Bengel, der sich für ein Abenteurer hält. Kann man nicht einmal im Leben ungestört herumspucken? Mann, Mann, Mann. Ach, spar dir die Spucke. Ich meine, spar dir was auch immer. Hey, wieso kannst du überhaupt reden? Naja, egal. Jedenfalls, stopp! Echt jetzt? Noch nie was von Ruhe in Frieden gehört? Stimmt, Ruhe in Frieden wäre an der Stelle der bessere Spruch gewesen. Okay, immun gegen Blutung, bla, das Ganze kennen wir schon. Kämpfen. So. Ja, wir prügeln jetzt einfach mal auf ihn ein. Darum sind wir bestimmt gut. Aha, wieder nur 5 Schaden, obwohl wir jetzt einen Angriff eigentlich mehr haben. Dann muss ich mal gucken. 24% Rüstung. Gute Frage. Ich weiß nicht, was das halt bedeutet für die Verteidigung. Wir haben hier auch noch 5% Parieren oder sowas. Ich hätte mal dann... Also ich nehme mal an, dass es Parieren ist. Das könnten wir mal überprüfen, indem wir uns anklicken. Genau, wir haben im Moment 30% und zwar wahrscheinlich, weil wir plus 20 Parieren über das Ding hier haben. Ich denke mal, das wird dann wieder wegfallen. Und wir haben zum Beispiel 13% Rüstung. Also ich nehme mal an, dass es so ist. Tja, ob das jetzt eine Chance ist oder irgendwie prozentual was wegnimmt, das weiß ich nicht. So, ja dann auf jeden Fall, wir prügeln nochmal drauf. Damit ist der Kampf dann auch vorbei. So, Beute 1, kein Gegenstand. Sehr schön, sehr schön. So, ja, also wie gesagt, ist einfach ein Spiel, was ich schon lange auf dem Plan hatte und mir mal angucken wollte. Und ich dachte mir, wir gucken uns einfach mal die ersten Schritte gemeinsam an. Ob da noch viel mehr zu kommen wird, wage ich zu bezweifeln. Ich würde sagen, an der Stelle lohnt sich nochmal der Aufklärer. So. Ja, cool. Gute Frage, wo ist denn hier dann Ende? Hier habe ich prinzipiell den letzten Gegner. Da habe ich den Hauptschatz. Ich gehe erstmal hier hin. Untersuchen. Ah, okay, wir sind wieder voll geheilt. Ah ne, nur 2. Okay, aber trotzdem immerhin 2. Dann auf den Gegner drauf. Oha, 2 Gegner. Keine deiner Kompetenzen. Okay, noch ein Skelett. Aber irgendwie anders als die anderen. Hm, muss wohl der Boss hier sein. Skelettmagier. Oh Mann, ernsthaft. Abteilungsleiter, wenn ich bitten darf. Du veranstaltest hier also den ganzen Aufstand. Dir ist hoffentlich bewusst, dass ich dich deshalb der Geschäftsführung melden muss. Ach ja, und umbringen muss ich dich außerdem. Du machst mir keine Angst, du Klappergerippe. Dich werde ich lehren, die Ruhe der Toten nicht zu stören. So, wollen wir mal loslegen. Ich drehe irgendwann durch, wenn ich hier lange noch... Okay, wir haben da vor ihm diesen Knochenhaufen. Jetzt könnten wir den wahrscheinlich einfach wegprügeln. Hat er gerade was gesagt? Verdammt, habe ich weggeklickt. Wir nehmen jetzt wahrscheinlich den Pfeil und hauen einfach mal drauf. Tuck! Wir hätten mal gucken sollen. Warte mal, ich will mal kurz gucken. Okay, Feuerball kann uns auch in Brand setzen, was natürlich unangenehm wäre. Schaden ist 4, wahrscheinlich Dunkelheit oder sowas. Oder Magie. 4 Magieschaden wird es sein. Kostet ihn gar nichts.
Und Skelettreanimation. Ich hätte... ich glaube, wir töten ihn lieber, bevor das passiert. Und nochmal auf ihn drauf. Und dann ist der Kampf eigentlich auch schon vorbei. Ja. Das war ein epischer Kampf. Okay, dann weiter. Dann hier hin. Plündern und weiterziehen. Ah ja, willst du... warte mal, jetzt nicht, aber ich denke mal, wir sind durch. Das heißt, ja, plündern und weiterziehen. Plündern und weiterziehen. So, wir haben auch alle Boni erreicht, nämlich alle Monster getötet, alle Ereignisse ausgelöst und unsere Kompetenz nicht mehr als dreimal eingesetzt. Dafür haben wir ein beschädigter Schutz erhalten. Nützlich in der Werkstatt. Okay, können wir vielleicht reparieren oder sowas. Beschädigter Schutz. Ach, die meinen wahrscheinlich Parierstange oder sowas oder Griff oder so. Und ein Pilz. Nützlich in der Werkstatt. Hervorragend. Und wir haben 10 Gold bekommen. Na dann, weiter. So, damit haben wir unseren ersten Dungeon auch schon abgeschlossen. Das nächste wäre dann Ziel, finde den Schatz, Herausforderung, maximal 3 Tränke, keine Falle auslösen, verließe bis zu 100% erforschen. Verließ bis zu 100% erforschen. Okay, maximal 3 Tränke, das kriegt man hin. Keine Falle auslösen könnte jetzt natürlich schwierig werden. Heldenmodus. Der Heldenmodus wurde für dieses Verlies noch nicht freigeschaltet. Du brauchst erst alle 3 Edelsteine und musst dazu die Herausforderung in diesem Verlies abschließen. Okay. Gut, na dann. Attacke! Attacke! Entschuldigung. Beflügelt von seinem ersten Erfolg verlässt unser junger Freund Elian sein Dorf und macht sich in die weite Welt auf die Suche nach Ruhm und Reichtum. Es dauert nicht lange, da findet er sich vor den Toren eines verlassenen Verlieses wieder. Also irgendwas ist hier komisch, ich muss mich wohl getäuscht haben. Sieh da, entschuldigen Sie mal, das hier ist doch ein verlassenes Verlies, oder? Was macht denn eine Taverne davor? Was? Eine Taverne? Hier? So, okay. Ach du Schande, jetzt habe ich für den Gastwirt keine Stimme. Ich schaue es mal gleich beim Chef vorhin. Erklärt sich das hier nicht von selbst? Wir machen hier einen Ausschank. Also, was darf es sein? Wir mögen keine Touristen, die nichts kaufen. Um ehrlich zu sein, wollte ich in das Verlies vordringen und mir die Taschen mit Gold voll schaufeln. Mir hat keiner gesagt, dass schon längst jemand hier war. Torgrim, ach du Schande. Immer mit der Ruhe. Die ersten Abenteurer, die auf dieses Verlies stießen, hielten es für profitabler, direkt davor eine kleine Taverne aufzumachen, anstatt drin für ein paar magere Münzen ihr Leben zu riskieren. Soll das heißen, dass hinter diesen Mauern immer noch irgendwo ein Schatz liegt? Ich werde ihn suchen und finden und mich dann vielleicht doch eher zur Ruhe setzen als geplant. Du bist ziemlich optimistisch. Ein ganzer Haufen grünschnäbliger Möchtegern-Abenteurer ist vor dir da reinmarschiert und wurde nie wieder gesehen. Deshalb wird der Schatz auch nie geplündert. Also, das hat was mit natürlicher Selektion zu tun, verstehst du? Leute mit Grips verstehen, dass das hier außer gutem Bier nichts zu holen gibt. Nochmal, was? Leute mit Grips verstehen, dass es hier außer gutem Bier nichts zu holen gibt. Der Rest stirbt da drin wie ein paar müde Münzen. In anderen Worten, allein hast du keine Chance. Das Außer ist ein bisschen misslungen. Dann komm doch einfach mit mir. Du siehst mir wie ein gestandener Abenteurer aus. Bist du denn kein bisschen neugierig, was hinter diesem Gemäuer so alles versteckt sein könnte? Haha, ich bin kein Abenteurer. Ich bin Torgrim, der beste Buchhalter des... Scheiße. Der beste Buchhalter des Landes, willst du mich verarschen? Ich bin Elian und du bist also ein Buchhalter mit Kriegshammer und Rüstung? Täusch dich nicht, es ist ein gefährlicher Beruf. Ein Buchhalter könnte ich auch gut gebrauchen. Ich verspreche dir, wenn du mit mir kommst, auch nur ganz kurz, werde ich dich reichlich belohnen. Du bietest mir Arbeit an?
Da kann man wohl nicht Nein sagen. Keine Sorge, sobald wir hier rauskommen, sind wir stinkreich. Hey, die Herrschaften. Dann bitte ihre Rechnung wenn die Herrschaften dann bitte ihre Rechnung begleichen würden? Lauf! Torgrim ist deinem Team beigetreten. Okay, hat uns 5 Minuten Angst gekostet, das Bier, aber hey, das war's wert. Entschuldigt, ich muss mal ganz kurz husten. Torgrim geht mir ganz schön auf die Stimme. So, Buchhalterspürsinn. Deckt einen Raum auf, in dem es etwas zu plündern gibt. Kann auch die Schatzkammer sein. Tja, das finde ich jetzt nicht so sinnvoll. Verlies zu 100% erforschen, das passiert hoffentlich von ganz alleine. Keine Falle auslösen, das könnte interessant werden. Maximal 3 Tränke, da müssen wir mal gucken. Aber immerhin bedeutet das, wir könnten hier ganz entspannt prinzipiell seine Spezialität einsetzen, auf jeden Fall. Und forschen. Hier zum Beispiel würde sich das vielleicht sogar schon anbieten. Wir haben nämlich schon 2 Richtungen, die wir gehen könnten. Das heißt, wir blättern 4 Stellen auf. Das benutzen wir mal. So, und da sind wir nämlich auch schon. Da haben wir ein Bossmonster. Da haben wir ein Monster. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier rüber. Und da haben wir auch ein Monster. Okay. Keine deiner Kompetenzen lässt sich anwenden. Das ist völlig in Ordnung. Wir prügeln den einfach ein. So, ich hoffe mal, da können wir... Ja, zack. Und vielleicht sollte ich erstmal gucken, was er kann. Also, er hat den Hammerschlag. Ja, macht einfach 5 Schaden. Ein mächtiger Schlag mit dem Hammer. Sonst passiert da nicht viel. Wir haben Thors Rache. Ein energiegeladener, mächtiger Schlag mit dem Hammer. Macht 4 Magieschaden. Und ich habe eine 40% Chance, dass mein Gegner eine Runde aussetzen muss. Okay. Das klingt soweit erstmal ganz gut. Außerdem hat er ziemlich viele Lebenspunkte. Der dürfte ein relativ guter Tank sein. Macht allerdings ein bisschen wenig Schaden erstmal. Aber hey, das wird auch noch werden. Aber tatsächlich könnten wir dann mal gucken, ob wir nicht irgendwie die Position ändern können, unseren Elian eventuell dahinter stellen. Mal gucken. So. Super. Sieg. Elian und Torgrim, beide 10 EP. Ein Knochen, auch der ist wieder anscheinend für die Werkstatt nützlich, von der wir noch nichts wissen. Mal gucken. So, ich tippe mal, dass das dann sogar verbunden sein dürfte miteinander. Bingo. Hey. Na dann. Wollen wir auf jeden Fall rein, denke ich mal. Wir haben wieder einen Skelettmagier. Mal gucken. Ja, prinzipiell, der Kampf wird jetzt so ganz entspannt weitergehen. Wir machen 7 Schaden. Mal gucken, wie viele Lebenspunkte hat er noch. 5. Wir haben gerade nochmal was reingedrückt. Doch, immerhin. Wir sind schon relativ niedrig, muss ich sagen. Okay, aber die 5 haben zum Glück gereicht, um ihn umzulegen. Sehr schön. Ja, wir müssen mal ein bisschen aufpassen. Also ich würde dann jetzt tatsächlich dazu tendieren. Mal gucken, kann ich die Formation hier ändern? In einem Kampf kannst du jederzeit die Aufstellung deiner Charaktere ändern. Vorsicht, die Reservebank kann während der Erkundung deines Verlieses nicht benutzt werden. Ziehe ihre Charaktere dazu an den gewünschten Platz. Frontlinie, zweite Linie. So, dann würde ich Elian mal nach hinten ziehen und Torgrim nach vorne, weil Elian hat bisher recht viel Schaden schon erhalten. So, und ich nehme mal an, ich kann halt 5 Charaktere drin haben, aber noch mehr als 5 Charaktere dabei haben. Die kann ich dann durchwechseln, während ich unterwegs bin. Das wäre ja ganz cool. Da würde sich ja hier nochmal der Aufklärer anbieten. Machen wir mal. Zack. Oh, und da ist eine Falle. Das ist eine Falle. Die würde ich jetzt nicht auslösen wollen. Das heißt... Tja, wir gucken mal. Können wir... So, okay. Keine der Kompetenzen lässt sich anwenden. Das kennen wir schon. Wir müssen erstmal das Frontmonster wegkämpfen an sich, um den Magier töten zu können. Der Magier kann aber Leute wieder auferstehen lassen. Das heißt, ich werde erstmal auf den Magier schießen. Oha. So, du haust da drauf.
Wir sind hinten ziemlich safe. Und wir kriegen jetzt auf jeden Fall den Magier weg. Das heißt... Gut, da braucht man nämlich den Trank jetzt nicht im Kampf nehmen. Beziehungsweise können ihn jetzt auch im Kampf nehmen. Wie viel? 10 Lebenspunkte. Okay, verschwenden wir einen Lebenspunkt, aber das ist ja in Ordnung. Trinken wir mal. Zack. Und jetzt kann er den hier weghauen. Super. Ja, aber ich denke, das ist gut. Der scheint mehr Verteidigung zu haben. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Das habe ich tatsächlich vergessen, mir anzugucken. Der hat 27 hier. Er ist new. Fantastisch. Rechnungsbuch ist seine Rüstung. Oh, ernsthaft? Er hat ein Rechnungsbuch als... Oh Mann. Ich war gerade echt am Überlegen, ob ich ihm die Scheuerbürste anlege, aber die bringt ja gar... Also die bringt ja wirklich gar nichts. Oh Mann. gut. Dann... Zack. Gucken wir uns den Raum auch noch an. Willkommen, Fremder. Hallo? Was machen Sie denn hier? Ich bin nur eine selbstlose Wohlt... Das ist eine Frau. Die Ärmste. Oh, ich bin nur eine... Dann spreche ich sie auf. Egal, das ist jetzt ihre Stimme. Oh, ich bin nur eine selbstlose Wohltäterin. Ich helfe jungen Abenteurern. Das ist ja gefährlich hier. So, Mutter, Seelen, allein, nicht wahr? Also hier, sie. Ominös überreicht dir einen Trank. Danke, was schulde ich Ihnen? Sehen Sie es als kleinen Beitrag zu Ihrem noblen Unterfangen. Gehen Sie nur weiter, viel Glück. Seltsame Person. Stimmt, aber immerhin haben wir einen Trank bekommen. Ernsthaft? Das war ein Heiltrank. Cool. Ja, gut. Dann... Tja, also... Ist ja schön, dass wir keine Fallen auslösen sollen. Aber ich wette, das ist eine Falle. Und ich habe keine Ahnung, wie ich sie nicht auslösen soll. Also... Vielleicht, indem ich gleich hier hinklicke. Nein, ich muss da draufklicken. Okay. Dann wollen wir mal. Aua, was war das denn? Eine Falle. Aber ein kluges Bürschchen wie du kann Fallen bestimmt aufspüren und entschärfen, oder? Wäre es nicht einfach, drum herumzulaufen? Nichts da. Eine Falle im Weg liegt. Entschärft man sie entweder oder man löst sie aus. Ist so. Naja, schön. So, löst eine Falle aus und erleidet fürs Team tapfer ihren Effekt. Entschärft eine mechanische Falle. Ah, okay, schade. Das würde uns jetzt 5 Punkte kosten. Die haben wir nicht mehr, weil ich schon so viel ausge... Das ist ja doof. Das ist ja jetzt richtig doof. Das hätte ich mir... Hätte ich das gewusst, hätte ich mir das gespart. Verdammt. Sekunde mal, ich muss nochmal husten. Das ist jetzt richtig ärgerlich. Also er könnte das halt alleine machen, dann würden wir einen Lebenspunkt verlieren und alles wäre tutti. Oder das da. Das Dumme ist, wir hätten wir das vorher gewusst, hätten wir halt ihm einfach nochmal die Punkte gegeben. Ja, ich habe mir wohl seine Fähigkeit nicht genug durchgelesen, ich gebe es zu. Das war natürlich doof von mir. Achso, es macht minus 1 Schaden und 3 Runden lang 2 Schaden Gift. Können wir nicht noch mal irgendwie den Stamina-Trank nehmen, den wir dabei haben? Scheiße. Na gut, dann schicke ich ihn mal rein. Das ist jetzt echt ärgerlich. Na gut, weiter. Dann ab in den Kampf. Level 2 Lanzenbrecher. Juti. Dann, ja, wir prügeln drauf ein. So. Ein Monster. Das Monster hat eine ziemlich solide Rüstung. Da muss ein magischer Angriff her. Bei Thors Donner. Okay, ey, ich hätte eher Thors Hammer gesagt, aber hey. Gucken wir uns mal an. Oh ja, der hat 63% Rüstung. Ich vermute mal, dann senkt der wirklich den Schaden um 63%. Magische Rüstung würde ich mal annehmen. Soll das dann bedeuten? Ist minus 17, das heißt, der macht sogar mehr Schaden wahrscheinlich. Super, okay, dann. Thors Rache freigeschaltet. Thors Rache, ein energiegeladener. Ja, super, dann machen wir das doch mal. Tuck.
Und er ist bewusstlos für eine Runde. Das ist natürlich sehr schön. Dann machen wir nochmal Stich. Zack. Er bekommt jetzt Schaden über die Vergiftung. Das ist natürlich echt ärgerlich. Und dann hauen wir nochmal einmal regulär drauf. Super. Okay. Das war doch an sich ganz gut. Auch wenn wir natürlich den Dungeon jetzt nicht vollständig abgeschlossen haben. Sieht überhaupt nicht aus wie eine Schatzkammer und die Fässer da drüben. Die können nicht besonders alt sein. Ist doch egal. Ich habe die Schatztruhe gefunden, aber da ist ja fast überhaupt nichts drin. Ich frage mich ab. Nur ein paar Münzen und ein Haufen Papier. Oh, schau mal, auf dem hier steht dein Name drauf. Beim bartlosen Gnom, genau wie ich befürchtet habe, das ist der Vorratskeller der Taverne. Und was du da in der Hand hast, ist mein Schuldzettel. Aber wie? Und echt? Du hast dir für 2000 Goldstücke anschreiben lassen? Schnell, wir sammeln alles ein und machen uns aus dem Staub, ehe uns jemand bemerkt. Unschuldig gucken! Cool, gefällt mir. Entschuldigung, ich muss immer husten. Torgrim macht meine Stimme platt. Voll cool. Plündern und weiterziehen. Ja, leider nicht alle Dinger bekommen. Das ist wirklich schade. Wir haben weiches Leder bekommen, wieder einen beschädigten Schutz und einen Pilz. Weiter. So, okay. Dann würde ich jetzt sagen, eine sonnige Verabschiedung von mir. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Und ich werde zwischen den Folgen wahrscheinlich gleich mal das Ding nochmal vollständig machen. Und ja, also es wird nicht allzu viele Folgen davon geben, aber ich wollte ein paar zeigen. Ein bisschen, ich finde es auch echt unterhaltsam, den Humor. Finde ich ganz gut. Vor allem echt überraschend an paar Stellen. Das ist sehr albern. Ich hoffe, es macht euch auch Spaß. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Bis dahin alles Gute und ja, wie gesagt, ich werde mal zwischen den Folgen hier den dritten Diamanten holen. Ciao!